Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Wir sind hier immer noch auf der Citadel und gucken so, was es hier so gibt. Da können wir nicht rein. Razzia der Erde. Müssen wir da hin? Ich weiß gar nicht, was wir genau machen müssen hier. Würgeschland, oh. Aha. Gehen Sie zu Razzia, Udin, das Büro. Ah ja, okay. Das heißt, da gehen wir jetzt letztes hin. Hier ist allerdings sonst nichts. Schön. Guck ich mal, was da hinten noch war, oder war da nichts mehr? Erste Berichte deuten darauf hin, dass die Erde der Commander Shepard. Commander, die Leute von der Allianz haben Fragen. Ja, komm, neues Interview. Commander Shepard. Kalisa bin Sinan al-Jilani. Ist es wahr, dass Sie beim Angriff der Reaper auf der Erde waren? Warum sind Sie geflohen, während Millionen auf der Erde sterben? Ist das alles, was wir von der Allianz erwarten können? Ich will Hilfe für die Erde holen. Für alle. Und was ist mit all jenen, die leiden müssen, während Sie mit dem Rat Politik spielen? Wie können Sie hier stehen, während unsere Familien sterben? Kalisa, wir tun alles, was wir können. Bevor die Feeds ausfielen, es gab so viele Tote. Ich halte die Reaper auf oder starbe dabei, aber ich brauche Ihre Hilfe. Stellen Sie weiter unbequeme Fragen. Der Rat darf die Erde nicht vergessen. Mache ich. Danke, Commander. Das war ja gar nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte. Wir waren nicht immer auf Augenhöhe, aber zum Glück sind Sie auf unserer Seite. Ja, Frau Al-Fulani. Ich finde das erstaunlich, wie viele... Achso, da ist halt gar nichts mehr. Wie viele, Anspielungen von Teil 1 da drin sind, im Gegensatz zu Teil 2. Das finde ich erstaunlich. Ja, ich meine, klar, ist direkt als Trilogie konzipiert worden, dass da Anspielungen sind. Ja, aber so viele hätte ich echt nicht gedacht. Commander, Razzia Udina sagte schon, dass Sie kommen. Wenn Sie mir bitte folgen würden, der Rat tagt bereits. Die Reaper sind auch in unserem Sektor. Die Erde ist nicht mehr oder weniger wichtig als jede andere Welt des Rats. Aber die Erde war der erste überfallene Ratsplanet und trägt die Hauptlast des Angriffs. Woher wollen Sie das wissen? Die Reaper eröffnen ständig überall neue Fronten. Die Berichte stimmen. Die Erde wurde angegriffen. Es ist eine Invasion. Und das ist erst der Anfang. Wir brauchen Ihre Hilfe. Alles, was geht. Die Erde mag leiden, aber unsere Welten fallen auch. Die Turianer haben Tetris verloren. Wir müssen gemeinsam kämpfen. Muss ich daran erinnern, dass Shepard den Rat beim letzten Reaper-Kampf für die Interessen der Menschen geopfert hat? Stimmt, aber am Ende haben wir überlebt, weil wir Shepard gefolgt sind. Und wenn das dieses Mal nicht ausreicht? Die Berichte sind schlimm. Wenn wir die Reaper auf der Erde angreifen und verlieren, was dann? Ich erwarte nicht, dass Sie mir ohne Plan folgen. Ratsmitglieder, wir haben diesen Plan. Einen Bauplan von den Proteanern aus ihrem Krieg gegen die Reaper. Proteanisch? Was ist das genau? Wir analysieren ihn noch. Aber es scheint eine Art Waffe zu sein. Und damit lassen sich die Reaper vernichten? Es sieht so aus. Er ist gewaltig und komplex. Sinnlos. Die Proteaner wurden von den Reapern ausgelöscht. Ganz klar. Die Waffe taugt nichts. Sie war nicht fertig. Eine Komponente fehlte. Hier. Etwas, das nur als Katalysator bezeichnet wird. Sie hatten einfach nicht genug Zeit, um den Bau zu vollenden. Glauben Sie daran, Shepard? Nach allem, was Sie von den Reapern gesehen haben? Ich will es zumindest versuchen. Liara hält es für möglich. Und ich auch. Und Udina hat recht. Wir müssen zusammenhalten. Mehr als je zuvor. Die Reaper werden jedes organische Wesen der Galaxie vernichten, wenn wir keinen Weg finden, um sie aufzuhalten. Der Rat kann der Erde keine militärische Unterstützung geben. Unsere eigenen Planeten gehen vor. Die Salarianische Union hält einen Gipfel unserer Spezies ab.
sind unsere Grenzen gesichert. Können wir ihnen auch helfen? Unsere Flotte ist ebenfalls beschäftigt. Ich will ehrlich sein und keine Rettungsversprechen abgeben, die ich nicht halten kann. Shepard, kommen Sie in mein Büro. Hoffentlich ist das ein Hilfsangebot. Ich finde über das Proteanergerät raus, so viel ich kann. Das ist ein Haufen selbstsüchtiger Esel, Shepard. Wir haben zwar einen Sitz im Rat, aber die Menschheit wird immer nur zweite Klasse sein. Wie können die so blind sein? Commander. Commander, ich kann Ihnen nicht geben, was Sie wollen, aber ich weiß, wie Sie es kriegen. Ich höre. Pelevens Primarch Fedorian hat den Kriegsgipfel einberufen. Er ist genau Ihr Mann, offen für extreme Lösungen. Das Problem ist, er konnte wegen des Reaper-Angriffs Pelevin nicht verlassen. Wir wissen nicht, ob er noch lebt. Er ist wichtig für den Gipfel. Wenn die Normen die ihn rausholen, ohne entdeckt zu werden... Eine Hand wäscht die andere. Ich soll ihn also retten in der Hoffnung, dass er dann der Erde hilft. Ganz offen? Ja. Ich sollte Ihnen das gar nicht sagen, aber wir brauchen Fedorian lebend. Und Ihr Schiff kann ihn holen. Die Rettung bringt Ihnen einen Verbündeten, der Ihnen geben kann, was Sie suchen. Während Reaper die Erde verwüsten. Ihr Ratsherr hatte recht. Wir müssen zusammenarbeiten. Und das ist der beste Weg. Primarch Fedorian ist angeblich auf dem größten Mond von Pelevin. Sie müssen unentdeckt rein und raus. Den Rest erledigt er dann. Mehr kann ich nicht für Sie tun, Commander. Da wäre noch etwas. Der Rat hat zugestimmt, Ihren Spectre-Status wiederherzustellen. Und man ist sicher, dass Ihnen auch Ressourcen überantwortet werden. Viel Glück. Lief ja großartig. Es ist ein Anfang. Ich rede bis dahin mit den anderen über eine Unterstützung des Gipfels, damit etwas vorangeht. Danke. Oh Mann. Ja, ja, oh, wir können einen Balkon haben. Ist das nicht schön? So, ja. Reden wir doch mal mit Udina. Der Rat. Je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie in Wirklichkeit gleich. Ich habe diesen Satz immer gehasst. Fatalismus. Nichts, was man anstreben sollte. Wenn uns nichts einfällt, wird später vielleicht auf einem Massengrab mit 11 Milliarden Opfern stehen. Ich weiß, was ich tun werde. Was werden Sie tun? Die Menschheit wird gefürchtet und geliebt. Hoffentlich hilft uns das jetzt. Ich versuche von möglichst vielen Welten Finanzhilfen, Leute und bewaffnete Schiffe zu kriegen. Ich führe in den Kolonien die Militärpflicht ein. Bewaffne alle zivilen Schiffe und lasse ohne Pause an dem Proteanergerät arbeiten. Und die Erde? Was Neues von der Erde? Es kommen ständig Meldungen. Alle schlecht. Die Reaper zerstören Satelliten und alte Nuklearraketensilos. Zusammen mit allem anderen, das uns helfen könnte. Wir haben ein paar Quantenverknüpfer auf die Kontinente verteilt. Aber sonst gibt es keine Kommunikation. Und der Einfluss beim Rat? Was ist mit den Ratsmitgliedern? Irgendein sinnvoller Ansatz? Ratsherrin Irissa ist kälter als ihr Vorgänger. Wenn sie die Hand an ihrer Kehle hat, drückt sie auch zu. Ischil, das könnte funktionieren. Sie denkt praktisch. Machiavelli würde erblassen, aber so sind die Dalatrassen eben. Es ist gut, dass Quentius mit ihnen gesprochen hat. Seine Heimatwelt ist am gefährdetsten und er sucht einen Ausweg. Das ist eine Gelegenheit. Die politische Lage derzeit? Sie sind ein Citadel-Ratsherr. Haben Sie keine Option, wenn Sie derart blockiert werden? Nach der Zerstörung des Parlaments und ohne Shastri habe ich mehr Macht als je ein Mensch zuvor. Aber Sie sehen ja, wie wenig das bringt. Ich werde nicht lange ausgezählt bleiben. Ich weiß, ich kann Berge versetzen. Aber vergessen Sie nicht, dass wir jetzt Planeten versetzen sollen. Wir brauchen Resultate.
Das klingt ja fast hoffnungslos. Ich habe Ihnen zu dem Posten verholfen, weil ich Sie für effektiv hielt. Für einen Esel braucht man eine Karotte oder einen Stock. Und wir haben beides nicht. Unsere Armada flieht oder kämpft. Und ohne die Kombaken der Erde ist unsere Wirtschaft ein einziger Schuldschein. Aber überlassen Sie das mir. Ich hole aus unseren Kolonien raus, was geht, damit ich Hacketts Flotte reparieren und neu ausrüsten lassen kann. Und Sie selbst? Kannten Sie viele Menschen auf der Erde? Ja, an ihren sinnlosen Tod zu denken ist natürlich schrecklich. Aber mich hat am meisten Arcturus bewegt. Ich war mit den meisten Mitgliedern des Allianzparlaments per Du. Ich brauchte eine zweite VI nur, um die Geburtstage und Jubiläen zu verfolgen. Nicht wirklich wichtig, aber dass jetzt alles weg ist? Ich muss gehen. Ich werde hier sein. Jo, wir machen keinen Cut. Ich habe ganz kurz überlegt, aber die Zeit reicht noch lange nicht. Wer ist hier? Aha. Höchst interessant. Was haben wir denn hier? Willkommen. Willkommen im Spectre zur Information zur Arbeitsgesellschaft. Und dieses Terminal bietet sicheren Zugriff auf Informationen und Unterstützung bei der Autorisierung von geheimen Operationen und der Requirierungen. Die Benutzung ist nur Agenten gestattet, die derzeit bei Special Tactics and Reconnaissance im aktiven Dienst stehen. Für alle Vorgänge, die eine Bezahlung erfordern, verwenden Sie bitte nebenstehendes Terminal, das finanzielle Transaktionen sicher und nicht zurückverfolgbar durchführt. Informationen über die koreanische Flotte. Die koreanische Pilgerin Yen Volan Narenema auf der Citadel erhielt eine größere Geldanweisung von der Flotte. Yen Volan kaufte dafür Tech bei mehreren Schiffsbedarfhändlern, darunter Gestelle für Hochleistungswaffen und den Mitarm für kinetische Barrieren. Auf Ilium hat sich ein anderer, nicht identifizierter koreanischer Pilger nach einer Schiffspassage in die Nähe des Perseus-Nebel erkundigt. Später soll er ausgesagt haben, seine Pilgerreise sei abgebrochen worden. Die Daten legen den Schluss nahe, dass die koreanische Flotte ihre Pilger einberuft und Schiffe für einen Kampf irgendwo in der Nähe des Perseus-Nebels aufrüstet. Das könnte eine Reaktion auf die Reaper-Invasion sein, aber es liegt weder ein Angebot noch eine Anfrage bezüglich Unterstützung vor. Die Informationen deuten darauf hin, dass die Koreaner sich vielmehr auf einen Konflikt mit den Geth vorbereiten. Oder Geth. Okay, so viel Geld haben wir nicht. Okay. Da kann ich damit was machen. Nö. So. Was ist Schießanlage? Schön. Was? Naja. Das ist jetzt nicht so der Hammer. So. Der Spectra-Ausposten. Da sieht man bestimmt nicht oft Leute gemeinsam. Hä? Wo bin ich hergekommen? Ah, hier ist das Ende. Okay. So. Ein Traum. So, was muss ich machen? Was steht im Logbuch? Pelovan. Und Würgeschlund, ja. Ich gehe noch mal ins Krankenhaus, vielleicht kann ich Ash ja wieder mitnehmen. Ich glaube zwar nicht dran, aber möglich ist es. So, und danach geht's los, würde ich sagen, in den Weltraum. So, ne, doch, oder? Ne, kann ich immer noch nicht raus, okay. Schade, aber das ist nicht weiter schlimm dann. So. Also gehen wir zur Normandy Dock.
Ja. Ich finde das auch sehr schön, wie auf den, wie halt so die ganzen Leute sich auch hier alle bewegen. Ja, die richtige Bewegung quasi in. Ja, hier so ist. Der Keeper, der hier rumläuft. Dann gibt es irgendwo hier noch so einen Turianer. Hier, der da im Kreis läuft, da hinten, die im Geschäft. Finde ich schon super. Und wir gehen zur Normandy. Was ist denn jetzt los? Ach du Scheiße. Ein Flashback. Das Kind, was unschuldig gestorben ist. Wie jeder Bewohner auf der Erde. Shepard muss nochmal alle Erinnerungen durchleben. Die gesamte Katastrophe auf der Erde. Die Zerstörung der Menschheit. Den Tod dieser Menschen. Liara, kann ich helfen? Ich habe den turianischen Ratsherrn über das Proteanergerät informiert. Es kann ohne Unterstützung des Rats nicht gebaut werden. Aber erst muss Ihr Primarch sicher sein. Ich weiß. Sind Sie in Ordnung? Es ging mir schon mal besser. Ich habe nicht unbedingt gut geschlafen. Dahinter steckt doch noch mehr, oder? Was beschäftigt Sie wirklich? Mein Volk auf der Erde. Als die Reaper angriffen, hörte ich die Menschen in den Straßen schreien. Da war ein Kind. Ich konnte es nicht retten. Sie können nun mal unmöglich alle retten. Aber sie tun alles, was sie können und werden rechtzeitig dort sein, um zu helfen. Hoffentlich stimmt das. Geben Sie sich nicht die Schuld. Commander Shepard, ich bin Spezialistin... Oh, Verzeihung. Ich dachte, Sie wären allein. Ich wollte gerade gehen. Commander? Hallo, ich bin Samantha Trainer, also eigentlich Lieutenant, von der Allianzforschung. Ich war an der Nachrüstung der Normandy nach der Übergabe an die Allianz beteiligt. Es waren nur wenige an Bord, als die Reaper angriffen. Es ist in Ordnung. Langsam, Spezialistin Trainer. Alles in Ordnung. Danke. Ich komme aus dem Labor und habe nie mit einem Schiffsposten gerechnet. Sagen Sie mir etwas über die Nachrüstungen. Das Schiff erfüllt jetzt die aktuellen Allianzvorschriften und hat die allerneuesten Quantenverknüpfungskommunikatoren. Die Normandy sollte nämlich Admiral Anderson als mobile Befehlszentrale dienen. Das ist keine Option mehr. Ja, er ist geblieben, um zu kämpfen. Es ist jedenfalls eine Ehre, unter Ihnen zu dienen, Commander. Also, solange Sie mich brauchen. Ich sollte nämlich nur bei der Nachrüstung helfen. Shepard, einige Systeme erfordern weitere Tests und Spezialistin Trainer war bei der Installation außergewöhnlich effektiv. Ich möchte, dass sie bleibt. Gut, Edie. Moment, seit wann stellt eine virtuelle Intelligenz Anforderungen? Edie ist eine KI, volles Bewusstsein. Och, wusste ich doch, dass Joker lügt. Jeff meinte,
soll zum Schutz so tun, als wäre ich nur eine VI. Verzeihen Sie die Täuschung. Danke, Edi. Und verzeihen Sie bitte meine Bemerkungen über Ihre attraktive Stimme. Soll ich Ihnen mal alles zeigen? Die neuen Upgrades werden Sie bestimmt beeindrucken. Im KIZ befindet sich die Galaxiekarte, wo Sie die Zielposition der Normandy einstellen können. Sie können auch Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal abrufen. Die Einsatzzentrale dient dem strategischen Überblick über missionsspezifische Informationen und der Analyse des Krieges. In der Shuttlebucht ist eine Waffenkammer, wo Sie zwischen den Missionen Ihre Ausrüstung modifizieren können. Und Liara hat in dem alten Offiziersbüro auf Deck 3 jede Menge Hardware aufgestellt. Den Raum beansprucht sie für sich. So, das war's. Es ist immer noch dasselbe Schiff, nur jetzt mit Allianzlackierung. Ach ja, ich glaube, Admiral Hackett möchte über Videoleitung mit Ihnen sprechen. Commander, Udina hat mich über ihr Treffen mit dem Rat informiert. Klingt so, als hätten die alle ordentlich Schiss. Ich verstehe die Bedenken. Wir haben Ihnen viele Unbekannte präsentiert. Sie fühlen sich bedroht und wollen Lösungen, keine Theorien. Wir haben im Moment aber nur Theorien. Was ist Ihr Plan? Ich will den Turianischen Primarchen zu einem Gipfeltreffen mit Asari und Salarianern bewegen. Ich umgehe den Rat und wende mich direkt an die Führungsebene. Das ist gut, gefällt mir. Dort legen wir das Fundament für unseren Gegenangriff. Leider haben wir im Moment nicht viel, um das Ganze zu untermauern. Dann schließen Sie Bündnisse. Versammeln Sie alles und jeden für die Sache. Und das Proteanergerät? Bringen Sie mir Leute, die es bauen. Falls das nicht geht, besorgen Sie Schiffe, Soldaten, Nachschub, was Sie kriegen können. Wir müssen die Reaper auf jedem Kriegsschauplatz beschäftigen, um Zeit für den Bau des Geräts zu haben. Und wenn es fertig ist? Falls wir das schaffen, ziehen wir alle Ressourcen zusammen. Wie eine riesige Armada, die das Gerät bringt, wenn die Reaper am verwundbarsten sind. Je stärker diese Armada ist, desto besser sind ihre Chancen, durchzukommen. Und die Erde? Und die Erde, Sir. Wir können nur hoffen, dass Anderson und der Rest der Allianztruppen durchhalten, bis wir den Feind besiegt haben. Ich verstehe. Gut. Dann setzen Sie es um, Commander. Ich erwarte regelmäßige Berichte über Ihren Fortschritt. Hackett, Ende. Und ich würde sagen, hier können wir einen Cut machen. Bis zur nächsten Folge.